Die Werkstatt Big Band unterscheidet sich ein bisschen, finde ich, von anderen Big Bands, in denen ich schon spielen durfte. Ist natürlich auch interessant, also die Literatur so auszuwählen, dass niemand unterfordert ist und niemand überfordert. Als ich damals zum ersten Mal in der Probe saß, da mit den ganzen Leuten, war vor allem erstmal das Repertoire sehr anspruchsvoll und hat mir aber auch sehr, sehr gut gefallen. Es ist wesentlich stilreicher und wir bedienen einfach sehr viel umfassenderes Repertoire, was sich in den Stilen total unterscheidet. Ein ganz wichtiger Vorteil der Kombination ist, dass man relativ regelmäßig proben kann. Das schafft man in Profi-Bigbands relativ selten. Die musikalischen Möglichkeiten am Landesmusikgymnasium sind extrem vielseitig. Ich bin ja im Jazz, Rock, Pop verankert und ich kann meinen Weg gehen, wie ich möchte und bilde mich selber weiter und übe für mich, was ich an Genres vielleicht üben will. In Dresden wollte ich studieren, weil die Gitarrenausbildung hier sehr gut ist. Es gibt ganz viele Lehrer, die unterschiedliche Sachen machen. Pünktlichkeit und dass man sich auf eine Probe vorbereitet und Zuverlässigkeit. Und natürlich auch Ensemblespiel, dann lernt man auch. Die meisten Big Bands haben Dirigenten und man lernt nach Dirigat spielen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass es wie eine kleine Familie ist für einen. Also man kommt dann dahin und in der Pause spricht man zum Beispiel miteinander. Das ist immer sehr schön.